Und da sind wir wieder, so lange hat es gar nicht gedauert. Ich habe mal kurz reingeguckt, ob Fraps aufgenommen hat, weil ich in letzter Zeit öfter mal Probleme mit Fraps hatte. So. Mal sicher spielen. So. Dreh zufällig will. Ist da auch ein lustiges Familienfoto? Ja, Mann. Ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. Wer ist die Dicke? Ich find mich hübsch. So. Auf jeden Fall, die haben alle einen kleinen Schaden. Ja, zwei Bros in der WG mit der durchgeknallten Elfriede, die ja gar nicht so einfach zu handeln ist, wie wir gemerkt haben. Und im Endeffekt wollen sie nur eins, glücklich und reich sein. Ja, was macht man da? Kaufe ich mir ein Grundstück? Ich kaufe mir ein Grundstück, ich baue da ein Haus. Jawohl. Blumen werden gedüngt. Sehr schön. Ja, Sims kenne ich. Ich habe auch Sims 3. Das spielt meine Freundin ganz gerne. Baut da Häuser und Familien zusammen. Er macht die da aber nicht. So, und ich denke mal, wir werden viel Spaß haben. Kontrolle übernehmen. Ich will keine Kontrolle übernehmen. Ich will basteln. Bro. Bros sehen gerne Sport, halten sich in der Gegenwart anderer Bros auf und kennen sich voll aus. Ja, weil wir Bros sind. So, bauen wir uns. Oh, kann ich diese... Kann ich da doch ausstellen, diese Tipps? Spieloption. Gameplay. Automatisch altern. Automatisch altern. Leere Häuser hören. Sim-Lebensdauer normal. Tutorial. Alle speziellen Hinweise werden erneut abgespielt. Kann ich das auch abbrechen? Dieses Tutorial geht mir auf den Sack. Ich hoffe, der Sound stimmt auch. Ja, ja, komm hier. Raus hier. Passt schon. So, wir werden jetzt basteln. Wir werden jetzt Häuser basteln. Bin ich voll hier. Voiceless. Raumtool. So. Es ist eine WG, das heißt, wir haben erstmal drei Schlafzimmer. Ah, ich mache erstmal einen großen Raum. Erstmal einen großen Raum, weil wir können. Bam in die Fresse. So. So. Schlafzimmer 1. Schlafzimmer 2. Schlafzimmer 3. Passt das noch alles? Ja, sieht gut aus. Ja, lange nicht Sims gespielt, deswegen bin ich noch nicht so ganz unterwegs mehr mit der Steuerung. So. Man kann auch so drei Platten setzen und sowas. Was auch ziemlich geil ist, oder? Terrassen, die haben einiges geändert hier, was ich ziemlich geil finde, ja. So eine hammerharte Haustür. Bücherregal, Geheimtür brauchen wir nicht. Eine Standardtür. Irgendwie. Ja, die muss nicht mal teuer sein. Schöne, schlichte Tür. Drin. Drin, drin. Denn wir müssen ja erstmal Kohle verdienen, sonst wird das nichts. So. Da hausen schon mal die drei Klappspaten. So, jetzt werden wir erstmal die Tapete anmalen. Tapete? Tapete. So. Geht das noch? Wie früher? Jo. Da wohnt Elfriede? Ja, deswegen ein bisschen rot, ne? Frauen stehen ja auf Rot und sowas. Die Bros, ja, die sind ja total hart. Die kriegen Holz an der Wand. Nadelstreifen, ja. Bro-Style. So in der Wohnung gibt es ein bisschen Wandfarbe in... Was weiß ich. Irgendwas Entspanntes. Vielleicht so ein Blau. So. Weiter geht's. Wir basteln weiter, ja. Häuser basteln kann man sich den ganzen Tag beschäftigen, aber wenn man nur 16.000 zur Verfügung nur noch hat, ja. Ist ein bisschen schwierig. So, da ist eine Tür drin, da ist eine Tür drin. Die müssen ja auch irgendwo kacken. Machen wir mal den Raum ein bisschen größer. Da sind ja viele Leute. So, Einrichtung gibt es ja auch. Badezimmer, das möchte ich selber machen. Komfort, Elektronik, Dekorkinder, Beleuchtung, Apparate, Lagerraum. Nee, ich hätte gerne Klo.
WC. Oh, halt die Fresse. WC. Ich hab kein Haushaltsinventar. Ich hab kein Inventar. Nervt mich ein bisschen. Ah, hier kann ich suchen nach dem, ja? Haben sie alles ein bisschen anders gemacht, so. Moderne Erleichterung. Ach, das reicht auch. So ein Töpfchen. Eine Badewanne mit Vorhang. Ah, WG-Style halt. Ah, ich habe noch nie in der WG gelebt, muss ich übrigens dazu. Ich wohne ja, ich habe eine Zeit lang alleine gelebt. Jetzt lebt meine Freundin bei mir. Kommt natürlich auch ein schönes Bild. Guck mal, und das finde ich geil. Das sind die geilen Erneuerungen. Du kannst es hoch und runter schieben. Du kannst auch die Wände hoch machen. Hier kannst du schön beim Pissen so ein Bild angucken. So. Akzente. Ein paar Akzente. Einmal Toilettenpapier. Ja. Wer kennt es nicht? Du greifst da hin und das Toilettenpapier ist weg. Ein paar Handtücher. Ein Plastikwäschekorb. Im Ernst. Ein kleiner Wäschekorb. Wie ging das noch? Irgendwie konnte man das auch drehen. Frag mich nicht wie, ich weiß es nicht mehr. So geht's schon mal nicht, so auch nicht, so auch nicht. Aha, das ist eine, damit kann ich die Muster ausstellen, damit kann ich auch so schieben. Jetzt hab ich mir total die Sicht verstellt. Ja, ja, quatsch mir nicht voll. Ah, mit V kann ich selber Videos aufnehmen. Ist ja lustig. Das heißt, ich könnte direkt mit Sims aufnehmen. Ich hätte gern eine andere Sicht, Leute. Kamera. Ah. Ah ja, gut. So geht das natürlich auch. Ja, ja, quatsch nicht. Interessiert keine Sau. So, weil aufnehmen tue ich ja schon die ganze Zeit. So, ich brauche noch ein paar Türen. So, das Klo kriegt natürlich eine spezielle Tür. Ah, mit einem Rechtsklick. Ah, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich muss das halten und drehen. Nein, einfach nur einen Rechtsklick drauf. Das ist ja schön. So, wir brauchen auch eine Küche und einen Wohnbereich. Ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel machen. An Wände ziehen, meine ich. Objekte nach Funktion, Objekte nach Zimmer. So, Schlafzimmer. Alle brauchen Betten, alle wollen sie pennen. Ja. Eine reduzierte Liege, Einzelbett, Teenie-Träume, Schlummer. Ja, ich glaube, wir nehmen erstmal die kleinen aus Preisgründen. Hier, schön. Zack. Natürlich muss das alles auf die Person abgestimmt werden in der Farbe. So. Drei schöne Betten drinne. Ja, wer kennt es nicht? Frauen und Spiegel. Klo brauche ich eigentlich auch noch im Spiegel. Schön Ganzkörperspiegel. Für Selfies und so. Muss da eine Kommode. Die Kommode, ich glaube, die passt nicht rein. Die stellen wir einfach mal hier draußen hin. Eine Lampe. Jeder braucht eine Lampe im Schlafzimmer. Hier kommt noch eine über den Spiegel und dann kommt da auch noch eine andere Lampe. Kommt Wohnzimmer. Wohnzimmer ist ganz wichtig. Wir sind drei Mann, wir brauchen einen Dreisitzer mindestens. So, schöne Couch. Vielleicht da kommt man rein. Da wird ein Eingangsbereich. Das hier so hin machen. So. Ja, ich hoffe, euch gefällt das hier. Ich spiele ja sonst eher andere Spiele. Wie sagt meine Freundin immer, Skispiele? Ballerspiele, ja. Ist ja eigentlich so eher mein Ding. So, wir brauchen erstmal einen Tisch für den Fernseher. So, gibt es hier auch Schmuckstücke? Ein Wandtischchen. Da kann man nämlich schön den Fernseher rausstellen. So. Naja, er ist ein bisschen klein.
Wechselfernseher, Flachbildfernseher, Alter, die sind ja schweineteuer. Komm, der muss erstmal reichen. Ja, her damit. Wie? Den kann ich da nicht raufstellen? Was ist das denn für eine Scheiße? Gib mir mal das Ding. Da werde ich ja wohl den Fernseher raufstellen können. Oh, schön klein Mini-Fernseher. So. Ein bisschen vor. Wunderschön, ich sage dir. Vielleicht noch ein Pflänzchen daneben. Hammergeil. So. Ein bisschen Deckenbeleuchtung für das Ganze hier. Muss man ja auch haben. So, jetzt fehlt noch Küche. 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 So, das muss erstmal nochmal weg. Das stelle ich denn doch dorthin. Weil ich wollte die Küche in der Ecke platzieren. Ja. Für unsere Sozialfälle. Ein kleiner Kühlschrank. Tegel. So, Tegel. Dann brauchen wir natürlich noch ein Herd. Abzugshaube, frische Luft. Ah, hier gibt es auch Abzugshauben, was ziemlich geil ist. So. Ein Herd brauchen wir erstmal nicht, weil die können eh noch nicht. Wir kaufen eine Mikrowelle. Es ist eine WG. Ja, kochen kann da eh keiner. Schon mal in der WG kochen sehen? Sowas gibt es gar nicht. So. Fenster, Dings, das, das. Verschiedene Deko. Papiertuchspender. Ich brauche eigentlich eine Küchengeräte. Gibt es hier nicht eine Kaffeemaschine? Hammer geil, Junge. Ein Rauchmelder. Was brauchen wir denn noch? Gibt es hier noch so Sachen, die man so braucht? Draußen. Ich glaube, Garten kommt später. Ja. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar Fenster einsetzen. Weil ohne Fenster ist das ein bisschen trist, das Leben hier von den Sims. Und ich hoffe, die werden sich alle verstehen, oder auch nicht. Ja? Hier so ein riesen Fenster auf dem Top. Warte mal, wir drehen das mal da lang. So, damit uns keiner beobachten kann, wenn wir mal scheißen müssen oder sowas. Ja? Ich finde das lustig, dass man die auch in den Größen wählen kann. Dass man die einfach noch höher setzen kann. Aber die kleinen Fenster reichen uns ja eigentlich. So, hübsche Fenster gibt es, die auch in hübsch. Potten hässlich. Hier gibt es noch mehr. Hier gibt es auch Fenster in teuer. Es werde Licht. Vielleicht davon dort zwei Stück. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ist das dreckig oder soll das die Sonne darstellen? Ach ne, das ist Sonne und Schatten. Okay. Das ist ein bisschen groß. Sowas ist doch ganz nett. Wenn man hier so, wenn man in der Küche ist, mal rausgucken kann. Kommen gleich ein paar mehr davon rein. So, drei Schlafzimmer mit nicht viel drin. Essen, pinkeln, die können eigentlich alles. Aber ich glaube, ich werde den doch ein Herd gönnen. Es gibt auch noch Uhren. Guck einer an. Eine Uhr. Uhren. Was gibt's denn noch für ein Schnulli? Es gibt doch bestimmt auch so Sachen, die keiner braucht. So, Esszimmer, die müssen auch irgendwo essen. Stühlchen. Schwarze Stühle. Und vielleicht nach hier.
So. Schöne drei Stühle, sind ja drei Mann, Sofa, ein Fernseher, schöne Beleuchtung. Bisschen Geld haben wir auch noch. Haushaltsobjekte nach Funktion alle anzeigen. Apparate, was gibt's denn so für Apparate? Was gibt's denn noch so? Was ist das? Ja, Tortenfabrik. Verschiedenes. Das sind die Mülleimer. Eine Mülltonne steht an der Straße. Breite Abzugshaube. Abzugshaube, Diskretion. Teekocher. Ja, komm. Bisschen, ne? Außenbereich, Atmosphäre wollen wir auch haben. So ein Standardgrill sollte doch noch drin sein. Wände und leere Zimmer? Nee, ich wollte Bodenmuster zum Beispiel. Es gibt doch auch Leute, die hätten gerne Teppich. Aber der Zimmer wird so ein bisschen rot gestaltet. Gucken, wer sich da drin zuerst verirrt. Antike Steinfliesen. Im Bad, ja. Hier leben ja. Schli